Komme aus LAMP. Was das heißt? Okay, du kommst offenbar nicht aus der Gegend. Los Angeles Metroplex. Von Los Angeles hast du doch sicher bereits gehört, oder? Genau, die riesige Stadt mit der zweithöchsten Verbrechensrate im Rest der verdammten USA. Damals wohnten mein Bruder und ich noch in einem der Arks, oder wie die Schnösel es nennen, Arkologien. Verdammte Klugscheißer. Wir teilten die Bude und träumten vom großen Geld, noch größeren Wumm, Hightech-Cyberware und natürlich geilen Bräuten. Kurz, wir wollten die reinsten Apogees, also die größten werden. Nichts, was man mit einem 0815-Job erreichen könnte. Dazu musste man schon bereit für so manches sein. Das Problem war nur, wir waren noch weit von allen unseren Zielen entfernt. Bisher hatten wir nur kleinere Transport, Inkasso und 2-3 Schmuggeljobs bekommen. Nicht genug zum Sterben und schon gar nicht zum Leben. Wahrscheinlich lag das Misstrauen der Unterwelt uns gegenüber an dem Job unseres Vaters. Denn der war beim LA Police Department, und zwar bei der Psychoeinheit. Naja, zumindest bis ihm ein paar Pasta-Boys von der Mafia auflauerten und ihn in handliche Stücke zerlegten. Das war ziemlich schlimm. Denn er hatte die Miete in den kleinen 0815 Vorstadthäuschen bezahlt, in dem wir bis dahin lebten. Mein Bruder Josh war damals 19 und ich 17 und hatten keine Ahnung, wie wir die Miete aufbringen sollten. Also landeten wir 2 Wochen später in der Kampfzone, unter einem der vielen Brücken. Schöne Scheiße. Es war allgemein bekannt, dass mein Vater ein ziemliches Arschloch war. Seit meine Mutter bei meiner Geburt verstarb, gab er wohl mir die Schuld an ihrem Tod. Verdammt, er gab allen die Schuld. Er trank viel und war ein jähzorniger Mistkerl, der, wenn er explodierte, kaum einen Unterschied zwischen einem Junkie auf der Straße und seinen Söhnen machte. Einmal hätte Josh unseren besoffenen, sich eingepissten Alten, der im Wohnzimmer auf der Couch lag, fast mit Daddys eigener Dienstwaffe abgeknallt. Josh, zugegeben nicht der hellste Typ in LA, wusste nicht, dass die Waffe nur auf den eingestellten Benutzer reagiert. Im Falle einer Benutzung durch eine unbefugte Person wird eine kleine, aber feine und zum Glück für alle Beteiligten recht lokal begrenzte Explosion ausgelöst. Keineswegs eine Standardvision, aber die Typen bei der Psycho lieben solche Extras. Josh rechter Arm und ein wenig von seiner Schulter mussten dran glauben. Glück für Josh. Damals waren wir noch bei Trauma Team International familienversichert. Die etwas unregelmäßigen Lebenszeichen von Josh lösten dann wohl ziemlich sicher den Notruf über das TTI-Implantat aus. 7 Minuten später war der Raum voll mit TTI-Leuten, die meinen Bruder stabilisierten und ihn ins nächste Medcenter brachten. Ich stand bewegungslos und in meiner eigenen Lache da. Voller Josh-Reste und starrte ungläubig auf den besoffenen Sack, der sich meinen Vater schimpfte. Er war während des gesamten Programms nicht einmal aufgewacht. Verdammt, die Explosion hatte mir fast mein Trommelfell zerfetzt, gefolgt von Josh fast schon tierisch anmutenden Schreien. Und natürlich noch der Auftritt der TTI-Jungs, die sowas wie Türklingel und verschlossene Türen nicht wirklich respektieren. Und mein guter alter Dad lag einfach da und schnarchte, während ihn am linken Mundwinkel gelblicher Sabber und Erbrochenes entlang ran. In diesem Moment betete ich zu Gott, dass er darin ersticken möge. Aber natürlich erstickte er nicht. Erst 2 Jahre voller Prügel und Herabsetzungen später kamen die Pasta Boys. Gott hat einen wirklich beschissenen Humor. Der Capo hatte uns verschont. Nun, er hatte auch nicht wirklich Grund zu glauben, dass wir für unseren Alten Rache nehmen würden. Allerdings wurde uns über Dritte nahegelegt, nicht dem Weg unseres Vaters zu folgen. Außer, wir wollten eines Morgens aufgeschlitzt und mit den Genitalien des jeweils anderen im Mund vorgefunden werden. Was zur Hölle stimmt eigentlich nicht mit den Typen? Können die einen nicht einfach gepflegt abknallen? Aber wir beide hatten sowieso nicht viel mit Polizistspielen am Hut. Wir wollten das große Ganze haben. Aber dafür brauchten wir die Erlaubnis eben der Typen, die Daddy aus den Leben gehackt hatten. Also erbaten wir eine Audienz beim Capo, um uns brav zu bedanken, auf die Knie zu gehen, den Ring zu küssen und die ganze Respektnummer abzuziehen. Danach kamen zuerst die einfachen Jobs und danach die große Chance. Und die ging so. Josh und ich sollten einen Konzerner aus dem mittleren Management von Quadra entführen und ihn zu einem Lagerhaus Downtown bringen. Ihr kennt Quadra, die machen zwar heiße Karren, aber ihre Sicherheitsmaßnahmen sind eine reine Lachnummer. Jedenfalls, wenn es um das mittlere Management geht. Ganz easy, ganz einfaches Geld. Josh war schon immer ein bulliger Typ, der durch Trainings und seine Cocktails immer heftiger wurde. Er war zu einem massiven 2-Meter-Typ mit viel Muskelmasse geworden. 50% Bio, der Rest Myomar. Nicht besonders hochwertiges, aber immerhin.
Dank der Sache mit Daddys Knarre war er zudem mit einer MK2 Servoschulter und einem Cyberarm, der beträchtlichen Eindruck machte, ausgestattet. So gesehen hatte die Sache dann doch noch was Positives. Allerdings hatte Josh in Sachen Intelligenz nicht unbedingt zugelegt, so dass ich mich um die Planung der Aktion kümmerte. Also nahm ich mir erstmal unsere Zielperson vor und schaute mir so lange wie es die Zeit zuließ an, was der Typ so trieb. Und tatsächlich, der trieb es ordentlich. Der Manager hatte was mit einer rothaarigen Cybernutte aus der 17. am Laufen. Einmal in der Woche, immer montags, verabschiedete er sich mit Küsschen an der Eingangstür seiner Stadtvilla von seiner entzückenden, aber todlangweiligen Frau, um es 45 Minuten später mit der wilden Rothaarigen zu treiben. Das war sozusagen seine Art, die Woche einzuläuten. Was für ein beneidenswerter Mistkerl. Natürlich wäre seine Edellimousine parkend auf der Straße direkt aufgefallen. Deshalb parkte der Wagen immer in derselben Gasse, einen Block entfernt. Während sein Chef beschäftigt war, rauchte der Fahrer außerhalb des Wagens stets ein paar Kippen. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, um den Fahrer zu erledigen, seine Rolle einzunehmen und dann nur noch darauf zu warten, dass unser Ziel in seinen Wagen und damit in unsere Falle steigt. Notfalls würde Josh hinter dem Mülltonnen warten und wenn nötig seine robusten Fähigkeiten dazu nutzen, den Mann ins Auto zu verfrachten. Danach nur noch die Türen sperren und ab nach Downtown. Ein perfekter Plan. Es wurde Montag und es ging los. Josh und ich saßen in unserem alten Buick Grand National zwischen zwei parkenden Fahrzeugen und beobachteten die Stadtvilla des Ziels. Sie lag etwa 200 Meter schräg gegenüber. Das Viertel roch regelrecht nach Geld und Einfluss. Imposante und kräftige Bäume säumten die Straße. Auf beiden Seiten befanden sich luxuriöse Stadtvillen mit großen Vorgärten, die nur durch eine Zu- und Ausfahrt durchschnitten wurden. Direkt vor dem Haus stand bereits die wartende Limousine bereit. Es würde gleich losgehen. Die Haustür würde sich öffnen, der Manager würde in einem Tausende von Euro Dollar teuren Anzug heraustreten. Dann würde seine Frau folgen, um ihm wie immer einen Abschiedskuss zu verpassen. Das Ritual wäre vollzogen und unsere Show könnte beginnen. Als die Tür 30 Minuten später noch immer nicht aufgegangen war, wurde ich langsam etwas nervös. Wo bleibt der Typ? Vielleicht ist er krank, meinte Josh in seinem gutmütigen Ton. Wie krank? Typen wie der, die werden nicht krank und schon gar nicht, wenn eine rothaarige Nymphomanin mit Cyberhüften auf ihn wartet. Da stimmt irgendwas nicht. Josh blinzelte. Vielleicht sollten wir nachsehen. Nachsehen? Sag mal, bist du bescheuert? Wie bestellt und nicht abgeholt saßen wir beide in unserem Buick und schauten ziemlich ratlos hinüber auf das Heim des Ziels. Die Stille wurde jäh von Josh unterbrochen. Sag sowas nicht. Ich mag nicht, wenn du sowas über mich sagst. Was meinst du? Bescheuert. Was? Du hast gesagt, ich bin bescheuert. Also ich meinte das... Okay, sorry. Aber das ist wirklich eine ganz schlechte Idee. Wir wissen nichts über die Bude da drüben. Kaum hatte ich den Satz vollendet, fuhr die Limousine los, um dann das Grundstück über die Ausfahrt zu verlassen. Was soll denn jetzt der Scheiß? Wohin fährt der? Josh stellte irritiert fest, dass der Typ noch gar nicht rausgekommen war. Ja, das habe ich auch gemerkt. Fahren wir? Entgeistert schaute ich Josh an. Wohin? Na, hinterher. Warum? Dachte, das war der Plan. Ja, aber wenn der Typ drin sitzt, aber so ist das doch sinnlos. Stimmt, brummte Josh. Okay, lass mich kurz nachdenken. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass wir bereits 50 Minuten hinter der Zeit lagen. Eigentlich sollten wir schon längst in der Gasse auf die Rückkehr des Ziels warten und jetzt das. Was tun wir? Fragte Josh unsicher. Wir gehen natürlich rein, stellte ich fest. Josh drehte sich langsam zu mir. Er wirkte so, als hätte in seinem Gehirn gerade ein Kurzschluss stattgefunden. Sein Mund öffnete sich leicht und es sah kurz so aus, als würde er etwas sagen wollen. Dann stieg er einfach aus. Als ich ausstieg und zu ihm ging, war Josh bereits dabei, den Kofferraum zu öffnen. Die Situation hat sich geändert, Großer. Wir müssen die Sache heute unbedingt abschließen, sonst war es das für uns. Hab dir gesagt, du sollst den Typen nicht so lange beobachten, murmelte Josh kaum verständlich. Okay, alles klar. Lass uns jetzt einfach da reingehen und den Typen da rausholen, okay? Josh nahm sich gerade die Assault Shot 12 von Arasaka an. Ist die nicht ein wenig übertrieben, meinte ich. Josh brummte einfach nur verneint. Das machte er immer, wenn er sauer auf mich war. Okay, dann eben übertrieben. Ich bleibe jedenfalls bei meiner Beretta. Wir nehmen aber noch die Mark III Störsender mit. Nur für den Fall, dass wir Alarm auslösen und irgendwelche Videokameras aktivieren.
Am besten nimmst du dir den zentralen Schaltkasten am Ende der Straße vor. Ich suche den Verteiler des Hauses. Der ist wahrscheinlich irgendwo im Vorgarten. Wir treffen uns dann vor dem Tor, einverstanden? Josh nickte kurz, drehte sich um und ging die Straße hinab Richtung zentralen Schaltkasten. Ich schloss den Kofferraum und schaute Josh kurz hinterher. Er ist echt sauer auf mich. Mit diesem Gedanken überquerte ich die leere Straße. Nach kurzer Zeit erreichte ich den Zaun. Stabil, mit massiven Säulen alle 6 bis 7 Meter, aber leicht zu überwinden, da der Zaun nicht besonders hoch war. Den Zaun folgend suchte ich den Vorgarten ab, bis mir in einem der Büsche ein eckiger Kasten auffiel. Da ist er ja. Nach einem kurzen Blick rechts und links und der Erkenntnis, dass die Straße immer noch menschenleer war, kletterte ich über den Zaun und lief zügig zum Verteiler. Den Störsender platzierte ich auf die Rückseite. Mit einem leichten Druck auf die untere Seite meines Unterarms aktivierte ich eine Kommverbindung. Kommunikationsimplantate, ich liebe sie. Josh, befahl ich monoton. Einen Moment später hatte mich das System mit Josh verbunden. Ja? Josh, ich bin's. Bist du fertig? Hab den Sender angebracht, teilte Josh fast schon wieder gut gelaunt mit. Sehr gut. Dann aktiviere deinen Sender und komm zum Tor. Okay. Die Leitung wurde unterbrochen. Nun aktivierte ich den Sender. Somit waren beide Sender aktiv. Alle Kameras in der Gegend würden ab sofort nur noch ein Standbild anzeigen und Kommunikation gleich welcher Art wäre unmöglich. Nun hing alles davon ab, wie lange die Standbilder die Illusion einer funktionierenden Videoüberwachung aufrechterhalten konnten und wann es irgendjemanden auffallen würde, dass die Kommunikation im Eimer ist. Problem an der Sache, die Störsender blockierten innerhalb eines gewissen Radius, so dass auch Nachbarn betroffen waren und so auf ein Problem aufmerksam werden konnten. Wir mussten uns auf jeden Fall beeilen, bevor jemand die Bullen rief. Ich ging zum Tor und suchte den unmittelbaren Bereich vor dem Tor ab und fand ziemlich schnell, was ich suchte. Etwa 2 Meter vor dem Tor befand sich rechts vor der Ausfahrt im Rasen eingelassen eine Klappe. Darunter der Schalter zur manuellen Öffnung des Tors, mit dessen Hilfe ich Josh auf das Grundstück ließ. Wir nickten uns kurz zu und bewegten uns dann, soweit es ging, an den Büschen zu unserer Linken bis zu der Haustür. Josh war sichtlich angespannt, aber ruhig und konzentriert. Er scannte geradezu die Umgebung. Es war immer ein gutes Gefühl, wenn man jemanden dabei hatte, der einem den Rücken frei hielt. Etwas überrascht stellte ich fest, dass die Eingangstür nicht verschlossen war. Mein erster Gedanke, selbst für so eine Gegend, ziemlich seltsam. Ich schaute vorsichtig in das Haus hinein. Zu sehen war ein ziemlich klassisches Portal. Rechts, links und in der Mitte ging es zu anderen Räumen, wobei der mittlere Durchgang so aussah, als ginge es da zu einer Lobby. An den Wänden rechts und links führten 2 große Treppen nach oben. Normalerweise waren dort die Schlaf- und Badezimmer. Psst, machte ich zu Josh. Ich deutete ihm an, dass er mir folgen soll. Er tat es. Hinter ihm schloss ich leise und vorsichtig die Tür. Wir waren im Haus.